Hallo? Okay, läuft. Ja, schönen guten Morgen an alle. Ja, ich hatte ja schon gestern meinen Twitch-Namen geändert. Wie vielleicht einige schon gesehen haben, auch warum. Ich habe da ein neues Panel auf meiner Seite eingestellt und hatte jetzt auch schon seit einigen Monaten schon ab und zu Gedanken und Ideen gehabt, ein eigenes Entwicklungsstudio zu gründen. Noch nicht ist es noch nicht also rechtlich abgesichert, also es ist halt jetzt noch keine richtige Selbstständigkeit, sondern nur eine rein formale, bildliche, plakative Darstellung. Und wie ihr vielleicht schon den Text gelesen habt, dass ich halt eigene Spiele in jetzt eigener Initiative und Regie entwickeln möchte, auch die ich selber gerne spielen würde und natürlich auch anderen Menschen Freude und Spaß haben sollen. Und dass ich halt, wenn ihr jetzt den Text durchlest, das ist nicht allzu lang, ich natürlich auch mit Entwickler suche, die designen können, die kreativ sind, die verlässlich sind. Und die halt gerne mitmachen möchten. Und dann können wir dann gemeinsam überlegen, wie man das gemeinsam finanziell und rechtlich, also sprich, ich sag mal so eine Art eingetragene, was weiß ich, Entwicklungsstudio, in welcher Form auch immer, da kann man sich gemeinsam Gedanken machen. Vielleicht hat auch schon jemand Erfahrung damit oder Wissen, der mitbringen kann. Und darüber würde ich mich freuen, wenn wir sowas zustande bringen. Ich bringe praktisch halt das Stein zum Rollen. Und trete damit auch eine Welle los. Und oder ich veranlasse eine Welle. Und ja, also ihr könnt das hier lesen, was ich vorhabe. Dieses Symbol mit diesem roten Halo-Ring, also das soll jetzt kein Corona-Kranz sein, also könnte man vielleicht meinen. Nein, das ist kein Corona-Kranz, das ist ein Halo-Ring, inspiriert aus zweierlei Ursachen. Die erste, weil ich halt früher ein begeisterter Halo-Shooter-Spieler war und eigentlich immer noch bin, aber schon lange nicht mehr gespielt habe. Und zweitens habe ich dieses Symbol auch am 30., 31. Januar 2011 entworfen. Also vor knapp 11 Jahren. Und das hat was mit einer Liebesbeziehung bzw. Liebesaffäre zu tun, den ich damals hatte mit einer Frau. Und daraus ist halt aus dieser Inspiration, aus diesen zwei Ursachen, dieses sehr rote Halo Ring entstanden. Rot fand ich schon immer sehr schön und so eine Kreisform, was halt so ein Halo Ring darstellt, war halt mein Logo. Und dieses Logo möchte ich halt auch für mein Spielestudio nehmen. Und bin seit 11 Jahren doch damit immer sehr zufrieden gewesen. Es war auch das Logo meiner ersten Bücher, die ich damals geschrieben und veröffentlicht habe, über den BOD Verlag. Ja, wie ihr auf meiner Twitch-Seite sehen könnt, habe ich ja eine Gesamtausgabe davon. Merlins Erzählung.
Und ja, und nun möchte ich langsam zum Thema kommen, um mein allererstes Projekt vorzustellen. Ich möchte aber allerdings dazu sagen, dass ich mehrere Projekte im Sinn habe. Nun kann ich ja nicht einfach mit allem auf einmal anfangen, das funktioniert nicht. Da müsste ich 500 Mitarbeiter haben, die halt mehrere Projekte am Laufen haben und das habe ich nun leider nicht. So, aber ich habe aber viele Ideen. Nein, nicht viele, einige wenige. Und ich habe da auch zu diesen wenigen Projektideen auch schon konkrete Konzeptvorstellungen. Die werde ich auch gleich nennen. Das allererste, was ich vorstellen möchte, das sagt auch hier der Titel an, Enthüllungsstream zu meinem ersten Entwicklungsspielprojekt Destroyer. Das ist das allererste. Das werde ich auch im Näheren gleich im Konzept vorstellen. Und dann halt im Nachgang dann darum bitten, wer Lust hat und auch gerne kreativ dabei sein möchte, möge sich gerne bei mir melden. Von mir aus über den Chat oder auch den Flüsternachricht über Twitch. Also Destroyer, das werde ich jetzt noch vorstellen. Aber ich möchte auch weitere Projekte kurz anreißen, also nur ganz kurz vorstellen, die ich in Zukunft, wer weiß wie viel Jahren, auch entwickeln möchte. Das zweite Projekt, was ich im Sinn habe, und zwar in dem, ich sag mal so, man sollte ja mal klein anfangen und dann in nächst größeren Schritten vorangehen. Das heißt nicht gleich mit großen Riesenprojekten anfangen, sondern man muss ja erstmal ein bisschen klein anfangen und dann halt sich dann mit der Zeit, mit dem Erfolg steigern. Und so ist das auch mit den Projekten. Ja, also das erste Projekt ist ja Destroyer, das zweite ist Feuersturm. Feuersturm ist ein Projekt, so eine Art Simulation. Die Simulation handelt von einem Bomberstaffel im Zweiten Weltkrieg, das halt im Kontext Bomberstaffeln bzw. Bomberarmada praktisch die Nazis im Zweiten Weltkrieg bombardiert. Und Feuersturm kommt ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern das war auch möglicherweise damals ein Begriff, dass halt die Städte mit Hunderten von Bombern bombardiert wurden. Und daher auch der Name des Spiels. Und da habe ich auch schon ein Konzept erarbeitet. Und es gibt da sogar schon Erweiterungen dafür, also im Kopf jetzt ausgedacht, entwickelt, wo dann halt Erweiterungen dazu geben würde, wenn ich das Spiel in Zukunft entwickle. Das nennt sich dann Adlersturm. Das bedeutet, diese Erweiterung, da hat man die Möglichkeit im Multiplayer oder auch im Solo-Game die deutschen Jagdflieger zu steuern, also praktisch um die Bomberstaffeln anzugreifen. Das heißt, Feuersturm steuert man praktisch eine Mannschaft in einem B-17-Bomber. Es gibt ja schon bereits eine in Entwicklung, habe ich irgendwo gelesen, von Big Cheese Games. Die entwickeln gerade B-17 Squadron. Und meins hat aber noch weitere Komponenten, also taktische und strategische Komponenten mit Karte sowie Erweiterungen, dass man halt im Multiplayer oder auch im Singleplayer praktisch die Erweiterung Adlersturm wäre dann die erste Erweiterung. Die zweite Erweiterung wäre Inselsturm, was die Luftschlacht um England beinhalten würde. Das wäre dann die zweite Erweiterung, Inselsturm. Das heißt, man hätte dann im gesamten Kontext ein Spiel, wo man einen Bomber,
selbst mit der Mannschaft steuert und über deutsche Städte, Fabrikanlagen, Infrastruktur, Waffenfabriken und so weiter und so fort. Alles, was damals im Zusammenhang, im Kontext lag, praktisch zu bekämpfen. Dann gäbe es auch DLCs dazu. DLC, was mir da eingefallen ist, wäre zum Beispiel, ach, das möchte ich noch gar nicht nennen, noch gar nicht. Dafür ist es noch zu weit weg. Wie das Spiel sich nennen würde, ich denke mal, ja, Feuersturm, Erweiterung Adlersturm, zweite Erweiterung Inselsturm. Ja, das wäre halt das mein zweites Projekt. Und das dritte Projekt wäre, was ich schon mal in einem Stream vor 2 Wochen erzählt hatte, entweder eine Star Trek-Lizenz kaufen zu können, wenn soweit unser Spielentwicklungsstudio erfolgreich sein sollte, da würde ich eine Star Trek-Lizenz einkaufen und praktisch ein Star Trek-Universum schaffen, im Sinne von einer Mischung von Star Citizen und ja, Star Trek-Universum. Ich möchte das mal kurz anreißen. Also ich sag mal so, das ist dann wie man, als würde man einen, sagen, ein Föderationsraumschiff im Star Trek-Universum steuern. Das kann die Classic Enterprise sein, das kann die Enterprise D sein, von der Next Generation Serie. Oder es kann Deep Space Nine sein oder auch alle anderen Serien inklusive. Also damit ist eigentlich alles gemeint. So, und beispielsweise, jetzt sag ich mal Enterprise D. Und dann hat man ein Raumschiff. Und das hat dann, sagen wir, ich glaube, in der Serie war es so, dass eine Enterprise D 800 Mann Besatzung hatte, inklusive Passagiere und so, Familien und bla. Und dass man halt dieses Schiff steuert man alle gemeinsam, so wie ein Uhrwerk, wo Zahnräder in Zahnräder alle eigentlich sich bewegen müssen, damit ein Uhrwerk, also ein Uhr mit Zahnrädern und Federn, funktioniert. So, und dann hat dann so ein Schiff, sagen wir, 200 Charakterslots, womit man sich mit seiner eigenen Charakter eine Klasse auswählt, ob man jetzt Technik, Medizin und so weiter und so fort, oder Captain, Sicherheit, Waffen und so weiter, eine Klasse auswählt und dann praktisch sich im Schiff sich bewegt. So wie im Sinne von Star Citizen mit diesen kleineren Raumschiffen, aber halt im Star Trek-Universum sind das natürlich viel größere Raumschiffe mit x-beliebigen Anzahlen von Decks und Ebenen und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja auch Bücher darüber, wo man halt das nachbauen kann oder beziehungsweise im Spiel implementieren kann. Und dann würde man halt praktisch mit, das wäre dann so eine Art Open World MMO. Und dann würden halt in so einem Raumschiff, das wären dann wahrscheinlich am ehesten sowas wie Gilden oder Flotten, also was wie das halt normalerweise, ich sag mal beispielsweise wie bei World of Warcraft, da gibt es halt diese Horde, Allianzen, aber Star Trek wäre es natürlich Flotten oder Gilde oder was auch immer, ne? Und die würden dann praktisch alle zusammen sich finden unter TS oder Sprachchat und würden dann gemeinsam versuchen, was heißt versuchen, ein Raumschiff steuern. Da gibt es den Captain, da gibt es Offiziere, da gibt es dann die ganz gewöhnlichen Besatzungen mit verschiedenen Klassen, verschiedenen Rängen. Jeder hat sein eigenes Quartier oder teilt sich Quartier mit anderen. Also wie halt ein Raumschiff steuert, wie ein Uhrwerk, wo jedes Zahnrad ins andere greift und das muss halt laufen. Ne? Und da muss natürlich der Captain, die Offiziere dafür sorgen, dass das alles läuft. Und was natürlich auch, ich sag mal, die Hürden, dass es läuft, werden nicht allzu groß sein. Also da wird es vielleicht
mal irgendwo quietschen und knatschen, aber sonst wird's laufen. Und da geht es natürlich darum, dass es dann auch ein Admiräle gibt und dann einen Föderationspräsident mit einem Föderationsrat und bei den Klingonen auch so ähnlich, mit dem Kanzler und so weiter und Romulaner und Borg und Cardassianer und. So, und die haben natürlich auch alle ihre Raumschiffe mit 100, 200 Mann Besatzung oder weniger oder mehr. Und ja, und dann befindet man sich praktisch in so einem Star Trek-Universum. Und ja, und man kann sich das beispielsweise so vorstellen, man ist jetzt vielleicht irgendwo ein Techniker im Maschinenraum oder im Waffenraum, Waffentechniker und muss dann irgendwie irgendwelche Geräte und Maschinen bedienen, ne? Und das wird aber nicht so sein, dass man da nur Minispielchen macht, das würde ja die Spieler langweilen, sondern man macht das vielleicht eine Minute. Das heißt, der Spieler muss merken, dass das für ihn einen Sinn ergibt. Und wird dann die restliche Zeit so im Sims-Manier, also jeder kennt ja die Sims, und wird dann natürlich mit anderen Besatzungsmitgliedern in Kommunikation treten und wahrscheinlich auch persönliche, ich sag mal sowas wie persönliche Aufträge erledigen, ne? Aber natürlich auch nebenher die Arbeit machen. Und da gibt es natürlich auch andere Charaktere, die vielleicht im medizinischen Bereich sind oder im Sicherheitsbereich, wie das halt im Star Trek-Universum so ist. Da gibt es ja diese Red Shirts, also diese mit roten T-Shirts, mit gelben, mit blauen, mit grünen und weiß was ich, ne? Und natürlich mit ihren Rängen. Und man arbeitet sich dann praktisch von unten nach oben durch, bis zum Captain. Und von Captain geht es dann zu irgendwann zum Admiral. Und dann hat man auch die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren, damit man halt im Föderationsrat oder irgendwann auch Föderationspräsident wird. Bei den Klingonen Kanzler und weiß was ich, was die da alles haben. Und so weiter und so fort, ne? Und das heißt, jeder kann auch in die Politik reingehen, auch vom niedrigsten Rang bis zum höchsten. Und ja, und dann entscheiden dann halt sowas wie der Föderationsrat und Föderationspräsident zwischen Krieg und Frieden. Und der Admiral kann dann Missionen für die Captains anordnen. Und der Admiral ist praktisch Weisungsgeber und die Captains sind weisungsgebunden, genauso wie die einfachen Besatzungsjobs weisungsgebunden sind vom Captain oder von den Offizieren, ne? Und so weiter und so fort. Also es hat schon so eine richtige Hierarchie, wo man sich dann hocharbeiten kann. Und der Captain hat natürlich auch, ich sag mal so, nicht, man wird nicht einfach so Captain, indem man halt einen Charakter erstellt und man ist dann plötzlich Captain. Nein, man muss sich da irgendwie hocharbeiten. So, und was es natürlich auch geben werden muss, sind natürlich Bots. Also Bots jetzt nicht im Sinne von Computerviren, sondern Bots, wie man das so in Spielen kennt, oder man könnte auch sagen NPCs, Nebencharaktere, die vom Computer gesteuert werden. Das heißt, am Anfang ist man natürlich, kann keiner sich irgendwie als Captain oder Offizier einstellen lassen, sondern man muss sich dann praktisch hocharbeiten und die höheren Ränge werden halt von Bots, also von NPCs gesteuert, ne? Und dann kann man natürlich auch irgendwann diesen Rang erreichen. Man arbeitet sich hoch und dann ist man selbst irgendwann als Spieler der Captain oder Offizier, ne? Wissenschaftsoffizier, Technikoffizier, Steuermann, Waffenoffizier und Sicherheit und Medizin und so weiter und so fort, ne? Und bei Enterprise D gab es, glaube ich, auch noch einen Consular mit Diana Troi. Das wird es auch dann geben. Das heißt, man kann als Spieler in so einem Schiff alle möglichen Klassen sich einstellen lassen und da würde man praktisch in so einem Charakterslot in einem Schiff sich hineinversetzen. Ne? Und da arbeitet man da und kommuniziert wie bei den Sims. Aber das Ganze wird nicht wie bei den Sims von oben drauf gesteuert, sondern in der Ego-Perspektive oder Third-Person-Perspektive. Ne? Also First oder Third. Ja.
Und da kommuniziert man, hat persönliche Aufträge, muss vielleicht für den einen Gefallen tun, so wie das halt bei MMOs so sind, ne? Das weiß ja jeder. So, und dann hat man ein eigenes Housing-System, aber nicht halt durch Crafting, sondern durch Replikatoren. Und da muss man jetzt nicht irgendwie Ressourcen sammeln oder so, da wird es kein Crafting geben, sondern ja, man ist dann halt ein Besatzungsmitglied, entweder von unten bis oben, ne? Also von den Rängen. Ja, und dann, was ich mir dann so vorstelle bei diesem Star Trek Star Citizen Universum, dass es halt auch irgendwann im Spiel möglich sein wird. Ich sag mal, so richtige Schlachten wie in Deep Space Nine zu erstellen. Also auch im Multiplayer. So dass man praktisch, ich sag mal, jemand, also falls jemand Deep Space Nine kennt, das Dominion-Krieg, da gab es ja halt in den letzten Episoden, ja, so diese Dominion-Schlachten, wo Hunderte von Föderations-, Romulaner- und Klingonenschiffe gegenüber das Dominion stand. Und sowas möchte ich auch im Spiel irgendwann erreichen. Dass halt jedes Schiff in so einer riesigen Armada-Schlacht von Spielern besetzt ist und sich man dann halt, ich sag mal, so wie bei EVE Online. Bei EVE Online gibt es ja auch diese verabredeten Schlachten, ne? Und so wäre es dann auch in diesem Star Trek-Spiel, wo dann jede Gilde oder Flotte, wie die sich auch nennen, ein Schiff kommandiert mit der eigenen Besatzung. Dann sind da natürlich Dutzende oder Hunderte Schiffe auf jeder Seite des Gegners. Und dann kann man sich das halt, es gibt ja diese Videos von Dominion War, kann man jeder bei YouTube eingeben, Dominion War Star Trek Deep Space Nine. Und kann sich das mal anschauen. Und dann wird es natürlich, da werden in so einer verabredeten Schlacht im Endgame Tausende von tausenden Spielern praktisch dabei sein. Und wenn dann, da gibt es natürlich auch sowas wie ein, ja, ich sag mal, in so einer Armada natürlich sowas wie ein Admiral, ne? Und der Admiral ist natürlich auch anwesend im Spiel und gibt da halt taktische Befehle, sozusagen Angriffsmuster Alpha oder Beta, Gamma oder wie auch immer und die andere Seite natürlich auch. Und dann hat dann jeder so seine eigene Taktik in dieser Raumschiffschlacht einzugreifen. Ne? Und das stelle ich mir richtig gigantisch, mega gigantisch vor, wenn Tausende von Spielern in so einer Raumschiffschlacht sich da praktisch gegenüberstehen und bekämpfen. Nun ist aber dann wird es aber nicht so sein, dass wenn man jetzt sein Schiff verliert, es ist auch im gesamten Spiel so, falls durch irgendeine Mission vom Admiral jetzt beliebige Mission, also Raumschiff in irgendeinem Kampf oder in irgendeiner Schlacht verloren geht, dann ist das Schiff nicht verloren, sondern es wird dann praktisch, ich sag mal, in der Heimatbasis, ich sag mal, bei der Föderations wäre es ja die Erde, da wird es halt dort im Dock wieder respawnt. Aber nicht respawnt, dass es plötzlich da erscheint, sondern es wird dann, ich sag mal, innerhalb einer bestimmten gegebenen Zeit wird dann das zerstörte Raumschiff dann wieder zusammengesetzt. Ne, es gibt ja so manchmal in den Star Trek-Filmen, wo man halt sieht, wie ein Raumschiff, die Enterprise, zusammengesetzt wird, so montiert wird und so. Diese Montierszene oder so wie ein Dock, ne, ein Trockendock. Gibt es auch so einige Szenen. Und das wird's auch im Spiel geben, dass halt das zerstörte Raumschiff praktisch genauso wie im Original vorherigen Zustand wieder zusammenmontiert und zusammengesetzt wird. Und das hat eine bestimmte Zeit. Und solange sind dann halt die Besatzungen irgendwo, ich sag mal, beispielsweise auf der Erde oder auf Vulkan oder, ach, weiß was ich, auf irgendeinem Planeten oder Raumstation, ESD, wie Earth Space Dock, Raumstation Deep Space Nine, da irgendwo ihre Freizeit verbringen für ein paar Tage im Spiel, also Spieltage, ne? Und ja, und dann wird das Raumschiff wieder zusammengesetzt und dann hat man drei Original, also so wie das Raumschiff vorher war, genauso wieder, ne? Sodass man sich ja praktisch wieder reinfinden kann.
Dasselbe gilt für Klingonen, Cardassianer, Romulaner, Borg. Borg soll es natürlich auch geben. Ein Star Trek ohne Borg wird es einfach nicht geben. Also es wird Bo die Borgs geben. Und ja, natürlich auch das Dominion, ne? Das wird wahrscheinlich auch ein Riesenthema sein. Oder auch vielleicht, wenn jetzt der Föderationspräsident entscheidet, ja, es soll jetzt einen Krieg geben zwischen Föderation und Klingonen. Oder Föderation gegen Romulaner oder Cardassianer. Und dann wird es halt Krieg geben. Und dann entscheidet da der Admiral, welche Missionen da die Captains machen sollen. Und die Captains sind weisungsgebunden. Das heißt, die müssen das machen. Und wenn sie zum Beispiel nicht machen, dann werden sie gebannt. Oder weiß was ich, irgendwelche Sanktionen. Ne? Das heißt, es ist wie ein Befehl. Ne? Und wenn die Befehle nicht ausgeführt werden, dann wird es entweder sanktioniert oder man hat da vielleicht einen Bann für ein, zwei Tage oder so. Oder man wird auf irgendeiner Freizeitstation versetzt. Kann natürlich auch sein, dass man sagt, ja gut, der Captain führt den Befehl nicht aus, dann wird er irgendwo, ich sag mal, auf irgendeiner Freizeitanlage auf der Erde oder Raumstation versetzt und kann da im Casino sich vergnügen oder sonst wo, ne? Also das heißt, auch die Besatzungsmitglieder sind weisungsgebunden und müssen das machen, was die Offiziere befehlen. Und die Offiziere müssen das machen, was der Captain befiehlt. Und der Captain das, was der Admiral sagt. Und der Admiral macht das, was der Föderationspräsident, ich sag mal jetzt für die Föderation, sagt. Also es gibt da schon eine Hierarchie, ne? Und ja, und wenn jetzt natürlich, da gibt es natürlich zum Beispiel Spieler, die, ich sag mal, die machen viel Unsinn. Ne? Es gibt aber so Spaßzocker, die bauen nur Scheiße und die können, gehen da auch irgendwo rein und machen nur Mist. Und das wird dann entweder vom nächsthöheren Rang, also das heißt der Offizier oder der Captain und so weiter, kann dann entscheiden, naja, der baut nur Scheiße, der wird jetzt gebannt für eine Stunde, sagen wir mal, ne? Und kommt er dann wieder, der baut wieder Scheiße, dann wird er wieder gebannt. Das heißt, wenn jemand Mist baut im Spiel und macht nur Kacke, dann fliegt er raus. Ne? Und ja, so dass halt, es geht einfach darum, dass das Ganze läuft und funktioniert. Und es wird immer irgendwelche Idioten geben, die da Mist bauen. Ne? Und natürlich kann es sein, dass da jemand Fehler macht, das machen alle. Aber dann ist das ja eine Sache der Kommunikation. Sagt, ja, tut mir leid, da ist irgendwie sowas beschissen gelaufen. Ich werde das wieder korrigieren. Ne? Das ist immer eine Sache der Kommunikation. Ne? Man sagt ja, okay, läuft. Ne? Und was natürlich ein wesentlicher Bestandteil sein wird, ich sage mal, es gibt ja das TS oder es gibt ja auch dieses Steam-Sprachchat, wo dann alle im Steam-Sprachchat in einer Gruppe miteinander kommunizieren können. Das heißt, Kommunikation macht sehr viel aus, um ein Raumschiff effektiv und sinnvoll steuern zu können. Und das ist essentiell. Wie dieses Star Trek Universum-Spiel aussehen soll, nicht aussehen, ja, wie Star Citizen so im Prinzip, aber halt mit richtigen Star Trek-Raumschiffen. Und auch alle möglichen Klassen, ne? Also von Defiant bis Enterprise oder wenn man jetzt Föderation nimmt, gibt es ja die Miranda und Oberstklasse und Enterprise E und Enterprise A und bla und was weiß ich, da gibt es ja Dutzende, ne? Und so auch bei den anderen Fraktionen, also Klingonen, Romulaner und so weiter. Und ja, und ich hoffe, dass wir uns die Zukunft die Lizenz leisten können. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, dass die Lizenz einfach wahnsinnig teuer ist, ich weiß nicht, wie sowas kostet, aber es kann ja sein, dass die Lizenz so teuer ist, dass man, dass wir uns dann sagen würden, naja, das kostet, das ist wahnsinnig viel, dann würden wir so ein ähnliches Universum schaffen. Und da habe ich schon so eine Art Plan B für dieses Spiel. Dann würde es halt sozusagen so was Ähnliches sein, in so einem ähnlichen Star Trek-Universum, hätte aber nur einen anderen Namen und leicht andere Formen. Ich sag mal, leicht veränderte Formen.
so dass man halt nicht sagen kann, ja, wir haben jetzt von euch alles eins zu eins abgekupfert, sondern zum Beispiel, ich hatte so die Idee, Pets in Space, also Haustiere im Weltraum, PIS oder Peace. Und da wären praktisch Humanoide, die Katzen, Hunde, Vögel, Schildkröten, Hamster, Meerschweinchen, weiß was ich, vielleicht noch Schlangen und Reptilien und sowas, ne? Und oder vielleicht auch Wildtiere wie Wölfe, Löwen, Zebras, Pferde und sowas und Schweine. Und das heißt, wir wären nur Humanoid im menschlichen Körper, hätten aber dann irgendwie so, ich sag mal, den Kopf oder das Fell oder was weiß ich da, ne? Und dann hieß es einfach Pets in Space. Und ja, für den Fall, dass wir uns die Star-Trek-Lizenz nicht leisten können. Aber es wäre praktisch in einem fast identischen Universum, nur mit anderen Namen und mit anderem Aussehen, ne? Und die Raumschiffe würden sich nur ähneln, ne? Leicht verändert. Ja, das wäre das dritte Projekt. Und jetzt zu dem Thema, weswegen ich jetzt hier streame, und zwar Destroyer. Und vielleicht, wenn ihr mich noch in Erinnerung habt oder kennt, wisst ihr vielleicht, dass ich großer Fan von dem Entwicklerstudio Runner Duck bin. Runner Duck ist, das sind die Macher von Bomber Crew und Space Crew. Das sind die einzigen zwei Spiele, die sie gemacht haben. Und diese Spiele habe ich wahnsinnig gern gespielt. Und ich dachte mir, das könnte man ja auch mit U-Booten machen oder mit Zerstörern, Kreuzern, Schlachtschiffen. Oder mit Zweite Weltkriegspanzer, Erste Weltkriegspanzer und sowas, ne? Und ich dachte mir, naja, ich mach was viel Größeres daraus. Und zwar nicht nur einfach so wie bei Runner Duck so ein Bombercrew, also nur mit Destroyer, also mit Zerstörer vom Zweiten Weltkrieg, sondern das hat schon was, eine größere Dimension. Weil, gut, vielleicht hat ein Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg 40, 50 Mann Besatzung. Ich weiß es nicht. Ich schätze es einfach mal. Und ich dachte mir, so eine Mischung mit ja, sowas wie die Sims. Ne? So eine Mischung aus Sims, Bomber Crew, nur halt in einem Zerstörer statt Bomber. Und eine weitere Kombination wäre U-Boot. Es gibt ja schon bereits ein Spiel im Early Access seit Jahren, U-Boot, wo man halt aus der Seitenansicht die Mannschaft und das U-Boot sehen kann und natürlich auch mit First Person oder Third Person durch das U-Boot laufen kann. Sowas Ähnliches hatte ich mir mit Destroyer vorgestellt, also eine Kombination aus allem. Und da habe ich schon richtige Vorstellungen davon. Die habe ich irgendwie seit gestern also die Idee hatte ich schon länger, ne? Aber ich habe es gestern Abend, gestern Nachmittag, vor allem gestern Abend ausgearbeitet, das Konzept. Und also Destroyer wäre dann praktisch so, also es ist sehr umfangreich, sehr groß, also von der Dimension her. Also man steuert praktisch einen Zerstörer. Aber nicht so gleich von Anfang an, sondern man fängt als einfacher Maat irgendwo ganz unten an. Bei irgendeiner Abteilung, das kann jetzt das Maschinenraum sein, das kann der Waffenraum sein, das kann die Technik sein, das kann die Kombüse sein mit der Küche, aber das kann also jede mögliche Abteilung sein. So, man fängt dann als einfacher Maat an, arbeitet sich dann hoch, kommuniziert so wie bei den Sims, aber in der First Person oder Third Person Perspektive, beziehungsweise auch wie bei U-Boot herauszoomen. Und jeder macht da seine Aufgabe. Es gibt auch diese Ränge wie Offiziere und Captain und so weiter. Und ja, man macht da eine Minute lang irgendwas Sinnvolles,
ich sag mal jetzt beispielsweise im Maschinenraum und wird dann irgendwas was Sinnhaftes machen, damit ich sag mal als Beispiel, damit die Maschine läuft oder das Gerät läuft oder was weiß ich, oder die Torpedovorrichtung oder die Wasserbombeneinrichtung, was weiß ich, also alles Mögliche. Ne? Also jeder macht da irgendwas Sinnvolles, klickt da ein bisschen hin und her oder schiebt was hin und her für eine Minute, sondern dann läuft's. Ne? Dann läuft das Ding. Und dann kann er während seiner Arbeitszeit, weil es gibt ja Schichten, sind wahrscheinlich 8-Stunden-Schichten oder so, und hat dann aber in der übrigen Zeit, also Spielzeit, mit den anderen zu kommunizieren. Also wie bei den Sims, ne? Ja, kommt mit dem Kollegen oder was auch immer. Und hat so seine Beschäftigung, ne? Crafting wird es da nicht geben, das macht keinen Sinn in so einem Spiel. Multiplayer ja, aber das würde später kommen. Und so, dann arbeitet man sich hoch, ist dann irgendwann Offizier, durch eine gewisse Punkteanzahl und wird dann irgendwann Captain und vom Captain wird es dann irgendwann zu einem Flotten-Captain. Das heißt, diese Destroyers im Zweiten Weltkrieg, die hatten ja die Aufgabe, also vornehmlich einige wenige Aufgaben gehabt, wie zum Beispiel Geleitschutz für Konvois der Handelsschiffe oder Truppentransporter oder Versorgungskonvois oder Ölkonvois, was auch immer. Und die Destroyers, also die Zerstörer, hatten natürlich dann die Aufgabe, die zu beschützen vor den U-Booten, vor den deutschen oder japanischen U-Booten. Das heißt, es wird sowohl die Atlantikkarte als auch die Pazifikkarte geben, das heißt eine Weltkugel. Und das heißt, erst im späteren Spiel, vom Midgame bis zum Endgame, also es ist ja ein Singleplayer-Spiel, ne? Und da gibt's vom Mid bis zum Endgame steigt man irgendwann zum Admiral, also der Flotten, auf und dann kann man entscheiden, wo dann halt die Konvois, Geleitschutz und so weiter auf der Weltkarte zu steuern sind. Also ich sag mal jetzt von Bostoner Ostküste der USA Richtung England. Da gab es auch diese Versorgungskonvois nach England, um sie zu unterstützen im Krieg. Sowas zum Beispiel, ne? Oder auch andere Konvois, Geleitschutz. Oder die Zerstörer mussten sich an der Flotte anschließen. Ich sag mal, eine richtige Flotte von Zerstörern, Flugzeugträgern, Kreuzern und U-Booten. Und dann hatten natürlich die Zerstörer die Aufgabe, ich sag mal, U-Boot-Abwehr, ne? Dann hat dann praktisch der Zerstörer-Captain die Aufgabe, in so einer Flotte oder Flottille, sind das halt kleinere Verbände, U-Boot-Abwehr und Flugzeugabwehr zu machen, ne? Und das Entscheiden, ja, und je nachdem, welchen Rang man gerade hat in Destroyer, da fängt man ja vielleicht als Maat irgendwo, wenn man jetzt als Schütze ist, Waffenschütze, dann bedient man eine Flak, ne, und dann findet jetzt plötzlich irgendwie roter Alarm, da greifen jetzt Flieger an, und dann hat man als Maat, Waffenschütze, die Aufgabe also praktisch in der First Person, also erste Sicht oder Third Person Sicht, mit der Flak angreifende Flugzeuge abzuschießen. Ne? Und jetzt kommt das Tolle dabei an dem Spiel. Das ist so wie bei den Sims teilweise. Also sprich, ich hatte mir so vorgestellt, dass jeder, also man erstellt ja am Anfang des Spiels einen Charakter. Ne? In der Regel werden es Männer sein. Also ich sag mal, in der Kriegsmarine waren ja Männer ausschließlich, fast ausschließlich in der Besatzung. Und da wird man einen Charakter erstellen. So. Und jeder Charakter hat dann, man fängt ja ganz unten an, hat dann ja, also Essen, Trinken, Balken, so wie bei den Sims, Essen, Trinken. Dann auch aufs Klo gehen, das hatte ich mir auch überlegt, ob ich das dazu mache, so als Balken. Also aufs Klo gehen, also es wird auch Toiletten geben im Zerstörer, ne? Also das heißt, man muss auch ab und zu mal auf die Toilette gehen. Und man kann sich auch irgendwo einen Kaffee holen, irgendwo von einer Kaffeemaschine und so, ne?
Und dann wird es auch so einen Balken geben, also Essen, Trinken, Toilette. Dann gibt es sowas wie einen Anspannungsbalken, so ähnlich wie bei Crusader Kings 3. Das heißt, die Anspannung bestimmt dazu. Thema Anspannung, da komme ich noch etwas später dazu. Und da wird es einen Balken geben, dass Angst und Paniklevel. Angst und Paniklevel. Das heißt, ich sag mal beispielsweise, da ist jetzt ein Waffenschütze beispielsweise, der bedient gerade einen Flak und er ist von der Charaktereigenschaft. Das heißt, jeder Charakter hat drei Eigenschaften, ne? Also drei Eigenschaftsslots, so wie bei Crusader Kings so ähnlich, ne? Also ein Charakter kann vielleicht ein ängstlicher Charakter sein oder depressiver oder ein mit Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Also jeder hat da so drei verschiedene Charaktere, also Eigenschaften, meine ich Eigenschaften. Und so, und jetzt nehmen wir mal an, ein Waffenschütze ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen ängstlich, ne? Und ja, bedient jetzt irgendwie ein Flakgeschütz. So, und da kommen jetzt die Flieger, die kommen jetzt an, fliegen an und da muss er ja ballern und zielen können, ne? Und ja, und nun kann es aber sein, dass dieses Angst- und Paniklevel dann natürlich langsam oder schneller ansteigt, ne? Und dann kann es dann passieren, wenn jetzt der Balken voll ist, zu Angst- und Paniklevel, dass er praktisch das Schießen abbricht und durchdreht und hin und her läuft und rumschreit. Oder kann auch anders reagieren, dass er zusammensackt und sich irgendwo in die Ecke verzieht oder versteckt, ne? Weil halt Angst- und Panikbalken volle Punktzahl erreicht haben, ne? Und oder er fängt dann an rumzulaufen, ne? Statt an seiner Station weiterzumachen, ne? Und sowas halt, ne? Und ja. Sowas wird es auch geben. Und was auch jeder Charakter hat, sowas wie so eine Art Skillung. Also sprich nicht Skillen mit weiteren Eigenschaften und Fähigkeiten, das meine ich nicht, sondern dass man, ich sag mal, ja, dass der Anspannungslevel nicht so stark einsteigt, sondern gedämpft ist zum Beispiel. Oder dass jemand ein cooler Typ ist, der sieht alles locker und ach, fluppig und fluffig. Da ist dem, wenn man halt das so geskillt hat, also die Skillung gesteckt hat, dann macht ihm das alles nichts aus, ne? Oder der gerät nicht in Panik, ne? Der ist ganz cool und ballert da rum und raucht vielleicht eine Zigarette dazwischen und so. Aber jetzt nur aus Spaß. Und sowas halt, ne? Also so eine Art Skillung wird's geben, ne? Oder man ist nicht so hungrig. Zum Beispiel, ich habe mir überlegt, wenn jemand ein Charakter viel isst, wie das halt bei Sims auch so ist, isst jemand viel, dann wird er dicker und das sieht man dann auch bei dem Spieler. Und weil man nämlich auch in der isometrischen Ansicht seinen Charakter sehen kann, so wie bei den Sims oder bei U-Boat. Und wenn jemand wenig isst, dann wird er dünner mit der Zeit, aber dann nicht sofort und so weiter und so fort, ne? Oder wenn jemand, ja, wie auch immer, ne? So. Und ja, dann gibt es halt Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Charakteren, ne? Man kommuniziert, so wie bei den Sims beispielsweise. Und ja, dann gibt es natürlich auch Beziehungsverhältnisse, dachte ich jetzt nicht so daran, das würde wenig Sinn ergeben in so einem Spiel. Also es gibt da keine Beziehungsverhältnisse. Was es aber später geben wird, aber dazu komme ich später, was mit der Anspannung zu tun hat. Und ja. Ja, das wäre dann sozusagen das Spiel praktisch vom einfachen Maat über Offizier oder zweiter Maat, dritter Maat oder Offizier, irgendeine Abteilung und dieser Destroyer hätte praktisch so, der Zerstörer hätte praktisch so eine Art Draufsicht wie bei U-Boat und mit verschiedenen Decks, also hat er ja verschiedene Decks und man kann da auch hereinzoomen, herauszoomen und
Ich dachte auch so, dieses Herein- und Rauszoomen eher so isometrisch. Ich dachte jetzt nicht so sehr flach. Ne? Also es soll schon eine Isometrie geben, so wie bei U-Boot. Und die Abteilungen hinein, also man kann schon sehr hineinzoomen, herauszoomen. Und ja, und dann geht es dann vom Offizier zum Captain, vom Captain zum Flottencaptain. Das heißt, man hat dann Befehl über die anderen Zerstörer. Man kann praktisch in einem Geleitschutz als Flottencaptain sozusagen Befehle für andere Zerstörer, Geleitzerstörer geben. Und die haben dann auch bestimmte Aufgaben wie, ich sag mal, U-Boot-Abwehr, Flugabwehr und oder beschützen und sowas, ne? Und ja, U-Boot-Jagd kommt natürlich auch zum Tragen, das hatte ich jetzt schon fast vergessen. U-Boot-Jagd wird es auch geben, weil es so eine Abteilung gibt für U-Boot-Jagd. Das heißt, der Captain bestimmt zum Beispiel, wenn man selber noch nicht Captain ist, dann ist besteuert das natürlich ein Computerbot, also sprich ein NPC, ne? Und wenn jetzt, ich sag mal, ein U-Boot gesichtet wird oder mehrere, dann gibt der Captain den Befehl, ja, alle Mann an Deck, geht an eure Geräte, Maschinen, was auch immer. Und ja, und dann gibt der Captain den Befehl, in welchen Kurs man gehen muss und dann so weiter. Und dann irgendwann gibt es ein Sonar und so weiter, wo da halt das U-Boot sich benutzt. Das heißt, da gibt es auch die Enmat oder Charaktere, die dann halt an den Wasserbomben sich darum kümmern müssen, ne? Dass halt immer nachgeladen wird und so weiter, ne? Weil das lädt sich ja auch nicht von selbst. Und ja, und so weiter. Und so dieses ganze Zusammenspiel macht die Sache sehr interessant. Ne, und dann ist man irgendwann vom Flottenkapitän zum Admiral. Und der Admiral kann dann entscheiden, welche Missionen auf der Weltkarte, also sowohl Atlantik als auch Pazifik, also in beiden Kriegen, im Zweiten Weltkrieg, wo die Geleitschutz und Flotten hinsteuern sollen. Und das Endgame wird dann halt sein, den Krieg zu gewinnen. Und den Krieg zu gewinnen. Und da ist ja natürlich dann sinnvoll, dass halt der Admiral irgendwo ja auch sinnvolle Entscheidungen treffen muss. Nun ist es aber so, im Gegensatz zu Bomber Crew von Runner Duck wird es aber nicht so sein, dass es Roguelike sein wird. Also es wird kein Roguelike geben. Es wird freie Speicherplätze geben und Autosaves mit drei Slots. Also drei Slots Autosaves wie bei Crusader Kings. Und freie Speicherplätze, also mehrere oder unendlich, wie auch immer. Und was es auch nicht geben wird, es wird keine auf Zeit Mission geben, weil das hasse ich wie die Pest. Also ich mag sowas überhaupt nicht, wenn man unter Zeitdruck irgendwas erfüllen soll, weil das vergrätzt jedem die Spiellaune. Und sowas wird es absolut nicht geben. Und was auch nicht geben wird, dass man, wenn jetzt ein Zerstörer durch ein U-Boot zerstört wird oder ein Handelsschiff oder andere Schiffe zerstört werden oder versenkt werden durch U-Boote oder Flugzeuge oder durch Torpedobomber, die gab es ja auch, oder Sturzkampfflugzeuge, Stukas. Wenn irgendwas versenkt wird von den eigenen Schiffen, auf die eigenen Geleitschiffe, oder das eigene Schiff versenkt wird, dann ist es natürlich klar, dass das, ich sag mal so, dann hat man die Möglichkeit, sich versetzen zu lassen, ne? Dann landet man irgendwo in der Heimatbasis und kann sich dann auf einen anderen Zerstörer versetzen lassen, aber mit demselben Rang, ne? Also wenn man jetzt in dem versunkenen Zerstörer ein Offizier war, es wird dann versenkt, dann ist man auf dem anderen Zerstörer, wo man versetzt wird, natürlich auch wieder Offizier, ne? Aber möglicherweise mit einer ganz anderen Besatzung. Das ist logisch. Und ja. Ach so, hatte ich gesagt, dass es Toiletten gibt? Ja, es gibt Toiletten. So wie bei den Sims. Und ja.
dann ist natürlich, das heißt, das Spiel ist dann praktisch nicht zu Ende, sondern das Spiel ist erst dann zu Ende, wenn der Krieg gewonnen ist, ne? Natürlich, es besteht die Möglichkeit, dass man den Krieg auch verliert, weil man als Admiral zu viele Schiffe verloren hat, ne? Oder Kriegsschiffe in der Kriegsmarine. Oder Navy. Man hat ja bei den Amerikanern Navy und bei den Briten Royal Navy. Und man wird da einen amerikanischen Zerstörer steuern und die haben verschiedene Bauarten. Es gibt ja so bei den amerikanischen Zerstörern so mit der Zeit, also mit der Forschung, immer bessere Varianten. So wie das bei den U-Booten und bei allen anderen Schiffen genauso ist. So, es wird aber keine Forschung in dem Sinne geben im Spiel, sondern die Forschung passiert automatisch von selbst mit der Zeit. Das heißt, ab einem bestimmten Datum 1942 ist jetzt eine neue Schiffsbauart der Zerstörerklasse vorhanden. Die wurden gebaut und dann kann man praktisch entscheiden, wenn man, also ob das jetzt vom niedrigsten Rang bis zum höchsten Rang, also bis zum Captain ist, da kann man dann sagen, ja, ich möchte mich versetzen lassen in die neue Schiffsbauart. Ne? Das heißt, als Smart kann ich sagen, ja gut, ich bewerbe mich jetzt praktisch da auf dem Schiff, das besser gebaut ist, mehr Waffen hat, stärker ist und was weiß ich. Und dann wird man dann versetzt. Ja, das kann man halt vom einfachen Maat bis zum eigentlich bis zum Flottencaptain machen oder bis zum Zerstörercaptain, ne? Und ja. Und jetzt kommt was dazu, was gut, dass einige werden das vielleicht nicht, möglicherweise werden es einige nicht so toll finden, aber ich werde es einbauen. Dazu, es wird eine Sekretärin geben. Das heißt, jeder Zerstörer-Captain hat eine Sekretärin auf dem Schiff. Das ist aber auch die einzige Frau auf dem Schiff. Und das, was ich jetzt sagen werde, werden vielleicht einige nicht so toll finden. Ich finde es gut, weil es halt, das ist halt das Besondere eben an dem, was mein Entwicklerstudio eben ausmacht. Eben diese Liebeslust oder Wollust, eher, um genauer das zu sagen. Ich habe ja eine Beschreibung dazu gegeben. Das heißt, es wird in meinen Spielen immer sowas wie eine Komponente oder ein Faktor einer Frau geben oder mehreren Frauen. Das wird es immer geben. Und jetzt bezogen auf dieses Spiel Destroyer wird es sozusagen eine Sekretärin geben. Und die Sekretärin ist dann halt sowas wie das Mädchen für alles. Also nicht nur für den Verwaltungskram des Captains oder Korrespondenz oder was auch immer, sondern diese Sekretärin, die man übrigens auch am Anfang des Spiels, also wie gesagt, das hatte ich noch nicht erwähnt, man kann jeden Charakter, den man am Anfang des Spiels erstellt, wie in vielen anderen Spielen, so eine Art Charaktererstellung machen, ne? Also Aussehen, Gesicht, Bart, Augen, Kleidung, Klamotten und so weiter und so fort. So wie, so, ich sag mal, so ähnlich wie bei Crusader Kings 3, ne? Also der Charaktererstellung. Und so, und die Sekretärin, die kann man auch als, nicht als eigenen Charakter, aber als NPC, ne? Als Nebencharakter, den man aber nicht selber steuert, also man steuert die nicht. Nur man kann sie ihr Aussehen erstellen, ne? Also wenn man halt ja auch Blondinen steht oder Brünett oder schwarzhaarig oder was auch immer oder Frisur oder Figur, so wie man sich halt sein eigenes Modelpüppchen erstellt, ne? Und ja, und die ist dann halt die Sekretärin. So, und man kann dann halt als einfacher Maat, Offizier oder Captain oder was auch immer, wie bei den Sims, halt mit der Sekretärin, also Mädchen für alles, interagieren. Ne? Und nun ist es aber so, dass halt jetzt meine Komponente, was halt für mich, was halt eben meinen Spielernamen hier ausmacht, Wollust Gamer, diese Sekretärin ist sozusagen die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Schiffsschlampe. Ne? Also praktisch Ship Bitch, ne?
Und das heißt, ich hatte ja am Anfang, also nicht am Anfang, aber vorher erwähnt, mit dieser Anspannungslevel, wie bei Crusader Kings 3 so. Und nun kann es, wie bei den Sims, man baut so eine Art gewisses Verhältnis oder Beziehung zu der Sekretärin auf und kann dann, wenn dann halt ein bestimmtes Status erreicht ist, wie bei den Sims beispielsweise, dann kann man mit der Sekretärin, ich sag mal, naja, ins Büro gehen oder in die Speisekammer und hat dann so sein Stelldichein, ne? Und also dieses Techtelmechtel, ne? So wie das bei den Sims dargestellt wird, wenn zwei ins Bett gehen und dann wird alles verpixelt dargestellt für 5 Sekunden, ne? Und ich hatte mir das auch so ähnlich vorgestellt, dass dann ein Charakter, den man selber spielt, ein gewisses Status mit des also praktisch mit dieser Sekretärin aufbaut und dann praktisch, wenn man halt ein Anspannungslevel hat, den kann man dann praktisch entweder auf Null widersetzen oder deutlich reduzieren, ne? Das heißt, man hat vielleicht ein Anspannungslevel von 100, so, man hat jetzt ein Anspannungslevel von, sagen wir, 60, so, und ist jetzt mit Sekretärin irgendwie in die Speisekammer gegangen oder in irgendein Kabüffchen im Schiff, natürlich im Schiff, ne? Oder in ihrem Büro. Und dann machen die was, entweder von hinten, er sie von hinten oder sie mit dem Rücken auf den Tisch und er sie an den Beinen festhaltend und so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber das wird dann verpixelt dargestellt, also wie bei den Sims halt. Und dann, ja, dann dauert das jetzt nicht 5 Sekunden, sonst, ich sag mal, da hat man praktisch die Option im Spiel in den Einstellungen, dass man das so eine Art Quicktime-Event machen kann. Ne? Also man klickt dann irgendwo auf irgendeinen Button und dann wird das Ganze nur optimiert. So, und wenn dieses Quicktime-Event schlecht läuft, dann hat man nicht verloren beim Sex, sondern man hat nur, ich sag mal, ein bisschen weniger Anspannung verloren. Und wenn das Quicktime-Event gut läuft, dann hat man mehr Anspannung verloren, ne? Und dadurch hebt sich natürlich auch die Moral, ne? Das heißt, die Moral der Sekretärin und die Moral des eigenen Charakters wird auch verbessert, ne? Das heißt, der Angst- und Stresslevel wird verringert, die Anspannung wird verringert. Und so, und dann, wenn man weniger Anspannung und weniger Angst- und Stresslevel hat, da hat man natürlich bessere Voraussetzungen im Kampf. Ne? Wenn halt Alarmstufe Rot kommt, das wird es auch immer wieder geben. Alarmstufe Rot, alle Mann auf dem Deck, oder nicht auf dem Deck, sondern an ihren Posten. Und ja, und ich sag mal, wenn jemand, ich sag mal, eine Stunde vorher gevögelt hat, dann ist er natürlich sehr gut, hat gute Voraussetzungen, um im Kampf gegen U-Boote, Flugzeuge, Torpedobomber oder was auch immer, gute Voraussetzungen, gerät da nicht in Panik oder wird da nicht übermannt durch Anspannung, ne? Und das heißt, die Schiffsschlampe ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, eine sehr wichtige Komponente im Spiel. Und ja. Und was ich mir überlegt hatte, ist mir dann auch so eingefallen, ich würde dann so eine DLC, also zwei, ich habe bisher zwei DLCs im Sinn. Das erste DLC wäre dann halt, dass es eine Story-DLC gibt für die Sekretärin. Das heißt, es gibt eine Story-Geschichte, man steuert sie dann auch im Gegensatz zum Hauptspiel. Also im Hauptspiel kann man die Sekretärin nicht steuern, aber wenn man das erste DLC gekauft hat, dann kann man die Story-Geschichte von der Sekretärin, so wie das bei den Sims so ist, muss dann eine Geschichte folgen und so und hat dann natürlich auch dann ihre Mädchen für alles Aufgaben. Also auch für Mädchen für alles, sag ich mal, jetzt Seelsorge, wenn ein Besatzungsmitglied am Rumheulen ist oder wenn Mädchen für alles, wenn sie, ich sag mal, wie sagt man das? Am Quatschen ist, am Klönen, am Schnacken und so weiter, um halt die Beziehung zu verbessern, den Status miteinander und ja, und dann
hat sie vielleicht irgendwie in dieser Story, ja, sie soll mit dem Beischlaf machen oder muss nicht, kann nicht und dann halt vielleicht auch ein bisschen Stress damit. Sowas halt, aber ich sag mal, es wird da jetzt nicht so in dieser Story sein, dass es jetzt da um sexuelle Belästigung geht. Also sowas wird es auf keinen Fall geben. Also ich bin entschiedener Gegner von sexuellen Belästigungen, aber ich möchte das auch auf keinen Fall thematisieren, weil das Thema soll im Spiel nicht vorkommen, sondern die Sekretärin macht das von sich aus, weil sie es gerne macht. Ne? Und das ist halt auf das Richtige, mir wichtig zu betonen. Das heißt, die Schiffsschlampe macht das von sich aus und die entscheidet dann, je nachdem, wie der Status zwischen den Besatzungsmitgliedern ist, entscheidet sie dann, mit wem sie dann rumvögelt. Ne? Und der Captain hat natürlich, ich sag mal, den Vorzug. Wie das halt im wirklichen Leben so ist, dass Chefs natürlich die mit der Sekretärin am häufigsten rumvögeln, ob das im Büro ist oder irgendwo anders. Und das heißt, der Schiffskapitän oder vielleicht auch der Flottenkapitän haben natürlich besonders häufig die Möglichkeit, das zu nutzen oder haben besonders leichteren Zugang dazu. Und aber wie gesagt, das Thema sexuelle Belästigung wird auf keinen Fall vorkommen in diesem Spiel, sondern es wird so sein, dass sie das von sich aus macht. Oder beziehungsweise von sich aus freiwillig das macht. Und so, und dann gibt es halt praktisch dieses Ship-Bitch-DLC oder Schiffsschlampen-DLC. Und das zweite DLC wäre so wie bei Total War so eine Blutpatch. Ne? Also nicht Blutpatch, sondern Blutblatt DLC, wie bei Total War Spielen. Das heißt, wenn jetzt Waffenschütze da ein Flakschütz ist und der wird jetzt irgendwie von einer Kugel am Arm getroffen, dann spritzt halt Blut. Ne? Sowas wird es dann auch geben. Das wäre sozusagen das zweite DLC zu Destroyer. Und ja. Ja, dann so stelle ich mir das vor, das Spiel. Also wie gesagt, eine Mischung aus Sims, U-Boot und Crew-Spiele. Die Frage ist natürlich, mit welcher Engine ich das machen würde. Ich habe bisher zwei im Blick, und zwar dieses Unity Engine oder das Unreal Engine. Und da würde ich halt natürlich mich auch damit in Zukunft beschäftigen, um dann irgendwann anzufangen. Und dann versuche ich dann irgendwie so einen Trailer zu erschaffen. Und das würde ich dann auf Kickstarter stellen. Kickstarter-Ziel, ich sag mal 10.000 oder 50.000 Euro. Oder in Zehntausender Schritten 10.000, 20, 30, 40, 50.000 Euro Kickstarter-Ziel. Mit einer Trailer. Und natürlich auch das, so einen groben Überblick über das Konzept. Naja, und ich sag mal, wenn es dieses Schiffsschlampen-DLC noch dazu kommen soll, dann sollte man vielleicht 5.000 Euro mehr im Kickstarter geben. Das heißt, ob das jetzt von 10 auf 15.000 ist oder von 50.000 auf 55.000, damit das Schiffsschlampen-DLC auch also entwickelt wird. Und ja. Und so wird's. So stelle ich mir das vor, Kickstarter, um das zu finanzieren. Und wenn es dann genug Spieler gibt, was heißt Spieler? Ich meine jetzt Entwickler, die jetzt mitmachen möchten, weil ich habe ja hier die Idee Wollust Games Assembly. Die Übersetzung heißt im Prinzip eine Versammlung von, ja, die halt Lust haben, da mitzumachen. Und wer das machen möchte, kann gerne, ist herzlich eingeladen. Und ja, wenn Fragen dazu sind,
kann man mich im Flüsterchat bei Twitch erreichen. Und da kann man sich ja dann austauschen, ob man dann über E-Mail oder Steam-Chat, man kann sich auch mit mir über Steam anfreunden. Da kann man auf Nachfrage, wenn ich halt mein Steam-Nickname nennen oder Anfragen annehmen. Und da kann man ja miteinander drüber quatschen, auch über Sprachchat. Und ja, also ich bin dafür offen. Also man kann mich erreichen. Und ja, das wäre es erstmal zunächst. Und ja, das Logo, wie ihr hier seht, mit dem roten Hello-Zeichen, ja, das ist halt das Spiel für das Entwicklerstudio, ne? Ja, dann werden wir uns hoffentlich bald hören. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.